Hallo, lieber Reinhard, sind wir wieder heute zusammen, um von deinen fantastischen Geschichten zu hören zum Thema, ja, Wunder zwischen Himmel und Erde und geistige Heilungen und sonstige fantastische Erlebnisse. Wir haben ja letztes Mal gestoppt und du hast uns erzählt, was alles passiert ist mit deinen, ja, sage ich mal, plötzlich mit deiner Heilkraft, die durch dich geströmt ist. Aber du hast ja noch viel mehr Erlebnisse gehabt. Uns würde jetzt interessieren in diesem Gespräch. Du hast mir letztes Mal erzählt, du hast irgendwann einmal so eine Art Erweckungserlebnis gehabt oder so, also ein Lichterlebnis oder ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wie diese Kraft zu dir gekommen ist. Kannst du uns da mal ein bisschen was darüber erzählen? Ja, gerne, lieber Nepomuk. Du hast jetzt zum Beispiel zweimal das Wort fantastisch gebraucht. Viele Leute sagen natürlich gerne auch, ja, das hat auch, da steckt das Wort Fantasie mit drin. Hat aber absolut von meiner Seite her nichts mit Fantasie zu tun, sondern das sind ja wahre Erlebnisse. Ich denke, dass es für die Leute auch sehr interessant sein mag, wo diese Kraft herkam. Ich erzähle so, wie ich es erlebt habe. Ich war natürlich, bevor mein Fuß zur Gänze geheilt ist, nochmal bei verschiedenen, ja, es sind ja keine Therapeuten, in dem Sinn keine medizinischen Therapeuten, sondern eben Leute, die man kennt oder einer der andere kennt sie und man empfiehlt sich weiter dann. Ja. Und das war so, ich bin von einer deutschen Kinderärztin auf Mallorca damals empfohlen worden zu einer gewissen Sabine auf Mallorca. Das war früher eine Lehrerin, eine Gymnasiallehrerin. Und die kam durch, ja, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so sagt. Das ist ein Begriff, den ja die meisten kennen. Kam die auch zu einer Gabe, die ich noch nie gehört habe. Und zwar hat mir diese Karin erzählt, diese Kinderärztin, die sei viel besser als sie, die arbeitet mit Engeln. Okay. Engeln habe ich auch gekannt vom Hörensagen, respektive was man in der Schule im Religionsunterricht so hört und beigebracht kriegt. Sonst habe ich eigentlich noch nie was zu tun gehabt, außer vielleicht mit Schutzengeln, auf meinen Fahrten, mit Sicherheit. Ja. Gut, ich habe dann mit der einen Termin ausgemacht und war dann bei der gewesen und lag da auf einer, ja, Liege in einem Raum, der sehr spärlich bestückt war mit einem Bett, einem etwas breiteren Bett, das rahmenlos war, dann zwei Stühle daneben noch. Und ansonsten war der Raum schneeweiß. Ich lag dann da. Die Sabine ist etwa 20 Minuten lang um dieses Bett in verschiedenen Richtungen herumgegangen, mit betenden Händen, hat leise vor sich hingebetet. Sie hat mir vorher gesagt, wenn ich Fragen habe, kann sie zu jeder Zeit fragen. So, ich habe natürlich da mit einer Akribie, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, darauf geachtet, ob jetzt was passiert. Und das möchte ich nicht verpassen. Aber ich war nicht so erpicht darauf, dass ich gesagt hätte, es muss unbedingt was passieren jetzt, ja, weil sonst ist das ein Humbug. Nein, sondern ich habe mich überraschen lassen. Das passt vielleicht eher, der Ausdruck. Ja, dann war die Zeit rum und es war ja leider nichts passiert gewesen. Zumindest nicht, dass ich etwas mitgekriegt hätte davon. Ja. So, aber eins wusste ich ganz genau und es war in mir wie reingemeißelt. Ich muss da nur mehr her. Nach 2 Wochen war ich wieder da gelegen. Sabine ging wieder um das Bett herum, hat wieder gebetet und es dauerte nicht lange. Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht 5 Minuten. Dann plötzlich gehen meine Hände auf und vor mir die weiße Wand baut sich ein Bild auf, als wenn ich im Strand oder im Strand, im Sand liege, vor dem Meer, das etwa 30 bis 50 Meter entfernt war. Das war so eine, das ist jetzt noch vor mir, wie so eine Kurve. Der Strand, das Meer, die Wellen habe ich gesehen. Da waren auch Leute in der weiteren Entfernung und ich konnte den Sand dann auch fühlen. Es war ein brauner Sand, grobkörniger Sand gewesen. Ich lag da, dann kam das Wasser von zwei Stellen vom Meer, kam auf mich zu, wie so Keile, so spitz, läuft spitz zu mir her und meine Hände gingen wieder hoch und die Pfeile gingen da links und rechts in die Handflächen rein. Und das war ein wunderbares Gefühl. Also so ein Gefühl habe ich in meinem Leben seitdem nie mehr gehabt. Und das habe ich genossen, das habe ich richtig genossen. Und das hat vielleicht so 10 Minuten gedauert.
Und dann hat sie dieses Bild wieder abgebaut, meine Hände gingen wieder runter und ich war wieder im Bett gelegen, ganz normal. Du hast erzählt, dass du so ein Gefühl überhaupt noch nie erlebt gehabt hast. Ja, das kann man nicht beschreiben. Dafür haben wir, ich sag's, weil ich kann es nicht anders machen, dafür haben wir Menschen nicht bewusst die Gefühle dafür. Genauso, es gibt viele, genau die Worte, die fehlen uns. Es gibt viele Sachen, die wir überhaupt nicht wissen. Genauso Farben, es gibt Farben, die wir gar nicht wissen, dass die gibt. Ja, wir können sie nicht sehen, darum wissen wir es nicht. Und dann kommt das Schöne noch, zum Abschluss, wie dann das wieder weg war, habe ich meinen verstorbenen Vater hinter mir stehen sehen. Ich habe mich nicht umdrehen brauchen. Ich habe gewusst, der steht jetzt da hinten, wie so eine, von der Balustrade, vom Gürtel aufwärts war der da und der hat gelächelt, zufrieden gelächelt. Und das war so ein schönes, klares Bild. Weil mein Vater war zufrieden, der war aber schon verstorben gewesen. Ja? Und zu seinen Lebzeiten hat er zu mir zweimal gesagt, ich soll Heiler werden. Er war auch Heiler gewesen früher, aber da habe ich da absolut noch nichts zu tun gehabt damit. Da war ich noch weit entfernt, das ist schon viele Jahre her. Du bist ja Busfahrer, du wolltest genau, ich wollte Reisen machen. Richtig. Ich habe gesagt, Vater, sei mir nicht böse, aber ich fahre Bus gerne bis zum Rentenalter, weil mir das gefällt, mir das in der Welt raus, mir das anschauen. Das könnte man von der Zeit und vom Geld her so überhaupt nicht privat leisten. Ja? Und ich habe das gern gemacht, das war mein Wunschtraum. Wie alle anderen Kollegen auch, was die Busfahrer bei dieser Firma eben anbelangt. Gut. Aber da wusste ich dann, aha, das habe ich nicht geträumt und sonst etwas, das konnte keine Show sein. Es war auch keine technischen Geräte vorhanden, gar nichts. Ja. Und mein Vater ist dann als Bestätigung für mich dann quasi dann in Erscheinung getreten. Was hat denn die Dame, diese Heilerin, zu dir gesagt nach dieser Behandlung? Ja, sie ist gar keine Heilerin. Das ist das Erste, was ich auch gefragt habe. Sie weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Sie geht darum, sie weiß, dass sie es machen muss. Es ist wie ein Zwang, aber sie macht es gerne. Und sie kann es auch nicht erklären, was da genau läuft. Aber sie hat eine Berufung auch, sie hat auch diese Aufforderung bekommen. Die hat, Dinge genau, zu das zu machen. Und dann hat sie mir erzählt, dass nebenan, also sie hat damals alles verkauft in Bielefeld, die kam aus Bielefeld. Und ihr Mann damals war Rektor von diesem Gymnasium. Der hat eine Kehlkopfoperation hinter sich, konnte nicht mehr sprechen. Der konnte aber mittlerweile schon wieder anfangen zu sprechen. Also ich habe ihn selber gehört, weil als ich da hingekommen bin, hat der gesagt, ich werde schon erwartet, weil ich ihn gefragt habe, ob ich da richtig bin. Ja, also man hat ihn wirklich deutlich ohne Hilfsmittel schon wieder sprechen hören. Und das war für mich schon mal verwunderlich. Ja. Dann hat sie mir erzählt, weil das war ein neues Haus, ein wunderbares Haus, und das gleiche stand daneben und auch nochmal, vielleicht so 100 Meter oder was entfernt, dasselbe Haus. Und dann hat sie mir erzählt, es gehört einem Amerikaner. Der kam zu ihr nach einer Odyssee. Er hatte eine Bauchspeicheldrüsen. Karzinom, genau. Pankreaskarzinom, sagt der Mediziner dazu, glaube ich. Ja, das ist sehr schwierig. Und zwar im Endstadium. Mhm. Das haben sie in der Amerika, in der Klinik, wo er war, haben sie gesagt, sie können nichts mehr für ihn tun. Er hat vielleicht nur maximal sechs Wochen zu leben. Dann muss er leider sterben. Sie können nichts mehr machen. Das war ein junger Mensch, der war damals, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, um die 30 Jahre rum, vielleicht knapp drüber. Und der wollte natürlich leben, das ist ganz klar, kann man sich ja vorstellen. Sonst war er ja gesund. Und das Einzige, was er gehabt hat, was das Positive vielleicht noch war, er hat Geld gehabt, und zwar viel Geld. Der war mehrfacher Millionär. Der hat sich dann in die Fliege gesetzt und hat dann die Welt abgeflogen, gesucht überall nach Leuten, die ihm vielleicht helfen können. Also nicht medizinischen Bereich. Richtig, das ist aber abgeschlossen. Die Mediziner haben gesagt, sie können ihm nicht mehr helfen. Ja. Und da ist der Zufall zu dieser Dame gestoßen? Oder? Ja, Zufall. Wir sind sehr geneigt, Zufall zu sagen, aber ich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Also er wurde praktisch hingeführt? Er wurde hingeführt, genau. Und das war dann die Dame, wo er dann gelegen ist. Und sie hat mir auch gesagt, dass er da dreimal der Sitzung teilgenommen hat. Und das war es eigentlich. Er hat dann das Haus da gebaut, aus Dankbarkeit. Er ist praktisch wieder geheilt worden? Das haben er ist geheilt worden. Und er ist dann 2-3 Jahre später, ist er nach Amerika drüber, in die Klinik, wo sie ihn behandelt haben und gesagt haben, ja, sie können sie entlassen, weil ja, sie können ihm nichts mehr helfen, nichts mehr für ihn tun. Ja, man kann sich vielleicht vorstellen, was da los war. Die Ärzte sind alle
zusammengelaufen und alles liegen und stehen lassen, weil ein Geist kommt quasi. Der Mann kann nicht mehr leben. Ja. Und dann haben sie halt, als sie sich gefangen haben, haben sie gesagt, ob sie ihn untersuchen dürfen. Sagt er, ja, klar. Und dann haben sie die alten Aufnahmen auch noch gehabt von ihm und haben die verglichen. Und nach, weiß ich halt nicht, ich war nicht dabei, längere Beratungszeit, haben sie halt gesagt, und der Satz, der ist für mich auch so einschneidend gewesen, wir sehen, dass wir nichts mehr sehen. Als wenn nie etwas gewesen wäre. Ja. Also der war geheilt. Total geheilt. Jetzt nennt man diese Spontanheilungen, wo die heutige Medizin einfach sprachlos ist und sagt, okay, wir wissen nicht, wie das möglich ist, aber es kommt immer wieder vor. Mhm. Und was sagen denn deine jetzigen Menschen, die zu dir kommen, aufgrund von diesen Dingen, die sie erfahren haben von dir? Hast du da auch schon mal so einen Fall gehabt, wo jemand eher, sagen wir mal, einen schwierigen Fall gehabt hat, vielleicht Krebs oder irgendwas, wo man gesagt hat, okay, du bist jetzt meine letzte Hilfe? Ja, habe ich schon, leider Gottes, kann man es fast sagen, ja, ein paar Mal erleben dürfen, die dann wirklich zu mir gekommen sind mit der Prämisse, ich bin der letzte Strohhalm, ja, sozusagen, also symbolisch, dass ich ihnen vielleicht noch helfen kann. Eine Frau im Nachbardorf hier, die kam wirklich auf den allerletzten Drücker. Und, aber ich wusste, dass ich ihr nicht helfen konnte. Aber ich konnte es ihr nicht sagen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass dann keine 14 Tage später war es dann aus. War es ja so, dass man manchen nicht helfen kann, weil es in ihrem Lebensplan steht oder weil es zu spät dran sind? Ich denke zweierlei. Das eine ist, wie du richtig sagst, es ist im Lebensplan, den wir alle haben. Irgendwann läuft die Uhr ab. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass bei mir die Uhr so abläuft wie bei meinem Vater. Der ist auf der Couch eingeschlafen und ist nicht mehr aufgewacht. Also wunderbar. Und, aber du hast ja auch Menschen auch in dieser Situation auch schon wieder in die andere Richtung bewegt, ja, oder? Richtig. Ich habe Menschen auch schon helfen dürfen, dann, die schwere Krankheiten gehabt haben und die dann zu mir gekommen sind und haben sich eben dann gefreut, wenn ich gesagt habe, okay, wir versuchen es. Ich mache keine Versprechungen, habe ich noch nie gemacht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Rainer, kannst du mir helfen, sage ich, das weiß ich nicht. Wir versuchen es und aus welchen Gründen auch immer, entweder es funktioniert oder nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die man beachten sollte oder wie soll ich das nennen? Nee, eigentlich ist es schon beinahe ein Muss. Denn es hat mit Gott zu tun, es hat mit Jesus zu tun. Es ist seine Kraft. Ja. Wie schon gesagt, ich bin der Heiler. Ich habe die ersten 5, 6 Jahre überhaupt nie sagen können, um Gottes Willen, immer gesagt, du bist der Heiler, bist der Geistheiler. Sag ich, nee, überhaupt nicht, weder noch. Ja, haben aber die erzählt. Sag ich, ja, haben sie was Falsches erzählt. Der jüdische Begriff dafür, weil genau, eben, richtig. Diese Methode, dass jemand, sag ich mal, seinen Körper zur Verfügung stellt, dass eine bestimmte göttliche Energie hier wirken kann, ist ja doch irgendwie sehr, sehr seltsam für die meisten Menschen. Ne? Ja, ist richtig, ja. Weil es etwas ist, weil es in eine Dimension geht, die für uns nicht vorstellbar ist. Ja. Man kann sich es vielleicht vorstellen, davon, versuchen. Aber keiner genau. Weiß genau, wie es ist. Ja. Richtig, genau. Ich weiß aber auch nichts ganz Genaues. Aber ich denke, ohne mich da hervorzutun oder besserwisserisch aufzutreten wollen, ich habe Dinge erlebt und über die kann ich nicht sprechen. Ich habe Wissen in mir, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Ich habe es nicht angelesen oder so. Ja. Ich habe zwar eine, kann man sagen, Bibliothek, ich habe im anderen Romano jede Menge Bücher, Heilbücher und so, was ganz gescheite Leute geschrieben haben. Und trotzdem, all das hat nichts damit zu tun, was manchmal ich will es so nennen, die heutige Technik kommt mir zu Hilfe. Wie hätte man das früher sonst benennen können? Und zwar kommt bei mir manchmal ein WhatsApp oder ein SMS rein. Und zwar da oben. Aha. Ein himmlisches, sage ich mal. Ja. Dann bekommst du Informationen, also du bekommst nicht nur diese Energie, die du anwenden kannst, wenn du diesen, sag ich mal, deine Behandlung machst, wenn du sagen darfst, sondern du bekommst da Informationen rein. Ja, richtig. Von einer anderen Ebene. Genau. Die dir mit Wissen ausstattet, das du scheinbar zu diesem Zeitpunkt benötigst. Ganz genau. Ist nicht immer so.
das ist offensichtlich so, dass ich das bekomme dann, wenn es nötig ist. Du hast mir letztes Mal was erzählt, dass du auch eine Dame behandelt hast und da hast du gespürt, dass irgendein Gegenstand durch deine Hand wächst und plötzlich rausfällt. Das war sehr eigenartig, auch glaube ich mal etwas das erste Mal erlebt und solche Dinge überhaupt. Das war eine Dame, die hat Unterleibschmerzen gehabt, beziehungsweise Blasenentzündung. Und hat mir das hat sich mir anvertraut, hat gesagt, ich weiß nicht mehr, ich muss ins Krankenhaus, ich habe solche Schmerzen, es fast nicht mehr auszuhalten. Dann sage ich, okay, versuchen wir es mal. Reise. Ja, war auf einer Reise gewesen. Dann bin ich da auch wieder daneben gekniet und bin dann über ihren Bauch so rüber und dann im Blasenbereich. Ja, und machst diese kreisende Bewegung und plötzlich spüre ich, dass vom Ellbogen weg wie ein Tischtennisball groß eine Kugel, aber nur die untere Hälfte von meinem Ellbogen rauskommt und die ist dann so schnell nach vorne bis zur Handfläche und dann ist sie in dem Bauch von der Frau. Und das hat man so gehört, gemacht, richtig laut. Ja. Und in dem Moment war der Schmerz weg. Dann schaut die mich so an, sagt sie, was war denn das jetzt? Sag ich, was denn? Dann sagst du, das hat sich jetzt angefühlt, als wenn eine halbe Kugel in meinen Bauch hinein wäre. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Genau, und der Schmerz war weg. Ja. Das sind diese Erlebnisse, die eben nicht in Worte zu fassen sind oder sagen, ja. Das ist so fantastisch, er denkt sich ja die tollsten Geschichten aus. Ja. Aber du magst ja die Geschichten ja nicht, weil du sagst, okay, ich bin ein guter Geschichtenerzähler. Also, habe nichts davon. Sondern du bist ja in diese Geschichten hineingewachsen oder du hast gesagt, okay, wenn du mir mein Bein, sage ich mal, wieder heil machst, genau. Dann mache ich das, so was ist du es. Willst. Dann ganz genau. Und das ist ja praktisch ja, der Kontrakt. Der Kontrakt, also ja, okay, dann habe ich hier jemanden, mit dem ich arbeiten kann. Ja, ganz genau, so ist es. Aber du hast es nicht bereut, oder? Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Das ist mein Lebenselixier, möchte ich sagen. Ich bin auch froh, dass ich es damals zu der Zeit erleben durfte, wie es losgegangen ist. Ich habe mich natürlich immer auch gefragt, in den früheren Unfällen, was ich gehabt habe, warum habe ich die Unfälle und so weiter. Und ich habe keine Erklärung gekriegt. Und dann eines Tages war es auch wieder so, dieses kam wieder ein SMS an, ja. Und ich wusste, ja, ich hätte schon früher Heiler werden sollen. Ja. Genau, das war eigentlich deine Lebensaufgabe, also als genau. Heiler zu kommen. Und du ganz hast ja genau. Entschlossen, nee, ich will die Welt sehen. So ist es. Mit diesem Anstellungsverhältnis in diesem Reiseunternehmen als Busfahrer kommst du um die ganze Welt oder um die halbe Welt. Und dann ist dieses Thema Heilung über Umwegen, sage ich jetzt mal, über diesen Unfall, ist schon interessant, wie oft diese Wege sind, oder? Absolut. Wie das da losgegangen ist dann, also bei der ersten Fahrt nach Norwegen vor allen Dingen, ich diese Dinge erlebt habe, dann habe ich auch diesen Drang gehabt in mir, meinem Chef davon zu berichten. Ich wollte unbedingt meinem Chef das erzählen, aus zwei verschiedenen Sachen. Erstens einmal, was furchtbar interessant ist und mir quasi eine Erlaubnis von ihm abzuholen, dass ich mit seinen Gästen, die wir ja betreuen, also ich bin ja dafür verantwortlich, für die Leute. Schwieriges Thema. Ja, sicher, ganz genau. Heilung oder Behandlung, die ist eigentlich, sage ich mal, eine ärztliche Ausbildung, Bedarf etc., das ist ja, wir bewegen uns im Grenzbereich der, sage ich mal, der Gesetzmäßigkeit, ja, das ist richtig. Der Heil hat recht, aber du tust ja nichts außer Hand auflegen und den Rest. Du sagst dann, ich gehe nicht zum Arzt oder nimm keine Medikamente, Gegenteil. Sondern ich versuche nur zusätzlich zu helfen. Ganz genau. Gut, es ist die Rechtslage ist auch geklärt worden im Jahr 2003. Und zwar gab es dann ein Urteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Es hat die pharmazeutischen Betriebe haben ja einen Prozess angestrebt, eben gegen diese Heiler. Es war ja schon verboten gewesen in Deutschland. Aber es war nicht unter Strafe gestellt und das hat ihnen nicht gereicht. Die wissen nämlich, was da für Kraft dahinter steht. Das sind dann alles hochintelligente Leute, die da in so einer wissenschaftlichen Arbeit vertieft sind und so weiter. Und da geht es einfach um Tantiemen, sage ich mal. Ja, genau, das ist eine Industrie, die natürlich versucht, so ist es. Ihr maximalen Gewinn, sage ich mal, zu erzielen. Und wenn es natürlich auch über diese Methoden, über diesen Glauben, über Menschen, die hier sich zur Verfügung stellen für eine höhere Intelligenz, um hier auch wirken zu können, nimmt man das halt einfach irgendwie auch, sage ich mal, Einnahmen weg. Ne?
richtig. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Irrweg, das unsere Gesellschaft oder unsere Industrie ja genommen hat. Ja. Aber hier wird scheinbar auch nachjustiert immer wieder. Ja, es wird nachjustiert. Und die haben eben versucht, eben am Bundesgerichtshof das nachzujustieren und eben unter Strafe zu stellen, ja, mit echtem Bußgeld und etc. Ich muss sagen, als dann im März 2003 das Urteil herauskam, habe ich gesagt, ich habe den Glauben an unsere Justiz wieder gewonnen. Weil nämlich wir gewonnen haben. Mit wir meine ich die ganzen Heiler. Und die Pharmazie hat den Prozess verloren gehabt. Es wurde dann anschließend nochmal versucht, da noch juristisch nachzuhaken und so weiter. Haben es aber nicht mehr geschafft. Das ist mein Wissensstand. Das heißt, man darf jetzt praktisch diese Tätigkeit ausüben? Ich darf es ausüben. Ich muss bestimmte Sachen natürlich beachten, was ich ohne weiteres machen kann. Also ich darf keine Medikamente empfehlen. Brauche ich auch nicht. Mein Medikament ist einzig meine Hand. Mhm. Ja. Und Ärzte, ich würde gerne mit Ärzten zusammenarbeiten. Ja. Und ich habe auch einen Arzt, eben diesen aus Heidelberg, der hat damals sofort zu mir gesagt, Reinhard, du kommst sofort zu mir in die Praxis, ich brauche dich. Den konnte ich selber auch Aber das gibt es in anderen Ländern schon, in England, glaube ich, in der Schweiz. Das sind diese in der Schweiz. Den Heiler, so wie zum Beispiel auch in Krankenhäusern. Richtig. Das ist richtig, ja. Das wird es bei uns auch immer schon, ja. Da braucht man mir noch ein bisschen länger, um den Glauben wieder zu finden, dass es so doch höhere Mächte gibt oder doch eine Intelligenz hinter diesen Realität, dieser erweiterten Realität, die wir so gerne als Materie abtun und dahinter kommt nichts, alles ist Zufall und Irrtum und Mutation und Selektion und unsere Evolution ist rein aus dem Zufall entstanden. Diese Dinge haben sich ja die Religionen immer dagegen gestemmt, aber die Religionen sind natürlich auch teilweise ein bisschen in Wegen gelaufen, die nicht alle richtig finden, also haben sich auch zu Wirtschaftsunternehmen entwickelt. Aber hier geht es ja um ganz persönliche Dinge, um Menschen wie dir, die Sachen begegnen, die, sagen wir auch, vom Phallus zum Paulus mutieren und sagen, okay, du warst ja vorher auch von diesen Dingen, oder wie warst du vorher eingestellt? Warst du was von diesen Dingen? Dein Vater hatte auch schon diese Heilmethoden oder Heilungen durchgeführt, aber von dem wolltest du nichts wissen, oder? Das ist richtig. Ich habe noch vier Geschwister, die haben sich, bis auf meine jüngere Schwester, wenig dafür interessiert, was mein Vater gemacht hat, weil wollte natürlich auch das, was er erlebt hat, auch uns uns erzählen. Er wollte sich ja mitteilen, weil das was Wunderbares ist. Menschen zu helfen ist was Wunderbares. Das ist der Antrieb dazu. Ja? Es ist so schön, wenn jemand sagt, ich habe keine Schmerzen mehr. Ja? Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, aber das war ja nie der Antrieb, der man sagt, okay, ich möchte jetzt meinen Vater kopieren. Also, ja, genau, richtig. Weil mein Vater, der hat einen anderen Anlass gehabt dazu. Der Ansatz war schon ganz anders bei ihm. Er war Metallarbeiter, er war Facharbeiter in Rustorf gewesen, ein sehr angesehener auch. Der hat ihn wirklich perfekt offensichtlich auch beherrscht und ausgeführt. Und der Anlass, in diese Richtung zu gehen, war wohl meine Mutter, die hat ein sehr schmerzhaftes Leben hinter sich gehabt. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und er wollte ihr immer helfen. Und dann ist er, auf welchen Wegen auch immer, auf diese Schiene, sage ich jetzt einmal, ohne despektierlich zu sein, gekommen, Heiler zu werden. Er war im fortgeschrittenen Alter auch schon gewesen. Und dann hat es geheißen, ja, er kann es nur machen, er muss einen Heilpraktiker machen. Wenn er einen Heilpraktiker hat, einen staatlichen Abschluss, dann kann er das machen. Dann hat man ist nach Passau gegangen und hat dann mehrere Jahre lang immer in einer Institution am Wochenende, hat er nur am Wochenende Zeit gehabt, quasi die Ausbildung gemacht oder versucht zu machen. Er hat das Pech gehabt, damals der Status quo hat gegriffen auch. Das heißt, man musste Medizinstudenten unterbringen. Dann haben wir gesagt gehabt, okay, die nehmen wir her. Und nicht ein Quereinsteiger. Also mein Vater hat von Anfang nie eine Chance gehabt, so hat man ihm das nicht gesagt. Diese Themen, dass die Menschen eben heilende Hände oder diese heilende Energie verspüren oder anwenden können, höre ich ja immer wieder. Stimmt. Ganz, ganz wenige trauen sich tatsächlich hier in der Öffentlichkeit, sich zu outen, darüber zu sprechen und zu sagen, du, ich habe das auch. Wie gesagt, ich kenne hier in Bayern, glaube ich, oder in Niederbayern mindestens drei Personen, die auch hier in dieser Art und Weise unterwegs sind. Aber die würden nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen, weil die Gesellschaft sagt, das gibt es ja nicht. Ne? Ja. Und darum finde ich das gut, dass wir hier darüber sprechen, dass man sagt, klar, es gibt diese Dinge, auch die lassen sich halt mit unserem jetzigen Wissensstand und unserem Verstand natürlich auch nicht so begreifen, sondern da werden wir wahrscheinlich ein paar
Jahrhunderte vielleicht noch länger brauchen dafür, um dieses größere Bild zu bekommen. Aber deswegen passieren die Dinge genauso. Und wie gesagt, wenn jemand eben heile wird, dann ist das das Beste, was uns passieren kann. Aber jetzt, wir werden nochmal ein Interview führen, wir werden nochmal über das Thema sprechen dann, was überhaupt Krankheiten sind, wo die Krankheiten herkommen, was uns eine Krankheit sagen will. Mhm. Denn du als jemand, der sehr viele Menschen hier sagen wir, behandelt, hat ja auch eben gesagt, diese Faxe, diese SMS, ein Wissen bekommen, für was es eigentlich gut sein soll, weil wir alle wollen eigentlich keine Schmerzen, warum sind sie denn da? Aber Reinhard, erst einmal danke für dieses zweite Interview. Danke, gerne.